Ja, gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ja, wenn man das so sagt, gibt es überhaupt einen freien Willen? Und was tut dieser freie Wille? Hast du einen freien Willen, das gerade zu tun, was du dir vorgestellt hast zu tun? Ja, das sind so Fragen, die der sich der Sam auch gestellt hat. Und ich möchte die Frage von Maria Magdalena also nochmal aufgreifen. Was geschieht eigentlich mit den Menschen, die nicht das Licht des Vaters erblicken konnten oder nicht mehr sehen das Licht des Vaters? Ja, was geschieht mit diesen Menschen? Liebe Renate, sie werden natürlich auch ihren Vater sehen, den Vater der Dunkelheit. Es wird nicht der Vater des Lichtes sein. Jeder geht dorthin, wo er hergekommen ist. Und so war es vereinbart. Ja, und das geschieht halt so. Und ja, und das ist also mit dem freien Willen. Natürlich hast du einen freien Willen. Jedoch nur in der Dualität. Im Sein, ja, geschieht es aus sich selbst heraus. Der freie Wille ist etwas wie eine Erscheinung im Bewusstsein. Eine Erscheinung im Bewusstsein, so wie dir alles im Bewusstsein erscheint. Und ob du einen freien Willen brauchst oder nicht, oder von was du es auch immer abhängig machen willst, das ist dein Bewusstseinsgrad. Liebe Monika, ich grüße dich recht herzlich, liebe Delphine. Und Buntspecht habe ich auch noch nicht, die Dagmar begrüßt. Oder vielleicht schon, naja, nochmal. Und auch alle Hörerinnen und Hörer im Hintergrund auch herzlich willkommen noch zum Licht der Stille Radio. Am Mikrofon ist das Sammy. Ja, das Bewusstsein, das hat also Dualität kreiert und so musste es einen freien Willen geben, denn nur im Spiel der Dualität konnte dieser freie Wille existieren. Und wie ich schon sagte, im Sein geschieht es aus sich selbst heraus. Wenn du also bist im Sein, dann kann dir der Vater, der Geist, durch die Mutter, durch deinen Körper wirken und bedarf es keinen freien Willen mehr in diesem Sinn, denn es geschieht in der höchsten Absicht. Jedoch, solange du noch etwas niederschwingst, niedrige Frequenzen in dir hast, wirst du auch das Gefühl eines freien Willen haben. Und ich sage euch, freier Wille ist was Wunderbares. Naja, für all diejenigen, die glauben, etwas verändern zu müssen, was nicht in der höchsten Absicht durch Gott gelebt wird. Und jetzt wird der eine sagen, naja, das ist ja Fatalismus. Es geschieht alles so, wie es sein soll und bla 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 und ich kann nichts machen. Ja, was ist Fatalismus? Gelebter Fatalismus, da wirst du alle negativen sowie positiven Entscheidungen praktisch unbesehen übernehmen. Sklaverei. Und das ist auch eine andere Ebene des Erfahrens, wenn man sich als Fatalist erfährt. Denn dieser Fatalist sagt natürlich, ja, ich werde alle Entscheidungen, die gefällt worden sind, werde ich natürlich so annehmen. Jedoch er impliziert zur gleichen Zeit auch, dass es etwas in ihm gibt, was es nicht annimmt. Und das negiert er einfach. Und das nennt man Fatalismus. Jedoch das, was Gott, der Vater, durch jeden eines Menschen leben möchte, ist Wissen, nicht Glauben. Wenn du blindlings einem Glauben nach hinterherrennst und das tut, was der von dir verlangt, so hast du ihn nicht hinterfragt. Und man sollte jeden Glauben, egal welcher es ist, hinterfragen. Kann ich das, was die von mir
also wollen, kann ich das auch wirklich leben? Bis ins kleinste Detail? Ist es wirklich auch das, was ich als Leben erfahre oder als Glückseligkeit erfahre? Ja, es sind Dinge, die kannst du dir in deinem dualen Bewusstsein, also im freien Willen, wo es dies noch gibt, da kannst du es halt abrufen in deiner Dualität. Und daher sagt der Vater, ich habe dir einen freien Willen gegeben. Er muss den ja auch in der Dualität geben, sonst könntest du nicht unterscheiden zwischen Hell und Dunkel, ob du das magst oder nicht. Also gab er dir den freien Willen, die Dualität mit hinein. Jedoch das, was er ist, war nicht dual. Ich wirkte gerne dort, wo es benötigt wird, im Dunkeln. Es kommt drauf an, lieber Dieter. Es kommt drauf an. Manche wirken wirklich im Dunkeln und sie sind halt dann die heimlichen Engel, die niemals im Rampenlicht stehen, die ohne zu fragen dir beistehen, auch in Gefahr, also die sich nicht nach außen groß tun. Das sind die Engel in der Dunkelheit. Jedoch sind andere Engel. Ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad, wenn du gereift bist im Inneren, dann kannst du einfach nicht mehr Dinge tun, die gegen die Liebe sind, die gegen die Menschlichkeit sind. Sondern du wirst immer Dinge tun, die förderlich sind. Und wenn du merkst, dass da diese Führung kommt oder die Führung in dir ist, dass egal, was du dir auch immer vornimmst, den mache ich jetzt zur Socke oder da werde ich jetzt mal kräftig aufräumen und du tust es halt dann nicht, sondern gehst sehr liebevoll mit diesemjenigen um, dann weißt du also schon, wie sehr du in Gott und wie sehr du in Jesus und in der Liebe bist. Wenn wir in Liebe und Licht sind, haben wir keinen freien Willen. Ja, Susanne, das ist richtig. In Liebe und Licht geschieht es aus sich heraus. Gott braucht sich nicht zu bedenken. Der dieses alles hervorgebracht hat, was wir also gerade vorhin auch gehört haben in der Folgensendung, aus der Schöpfung des Geistes in Materie geboren, der das alles hervorgebracht hat, der braucht sich, weiß Gott, nicht mehr zu bedenken, denn er kennt bereits den Ausgang der zur Menschwerdung, dass der Mensch auf einem Lichtplaneten wohnen wird, auf einer Erde, in der er sich als Gott erfährt, in einem menschlichen Körper, in dir oder als Göttin. Ja, und das ist die, das ist einfach der geniale Schachzug. Das ist der geniale Schachzug, den er gemacht hat, wo er selbst sich in die Dunkelheit verbannt hat und sich dann wieder zurückgeholt hat. Und wisst ihr, als ich wach geworden bin, da habe ich immer zu mir gesagt, ich habe nichts zu wollen. Alles geschieht aus sich selbst heraus. Und nichts zu wollen heißt, dass es so sein soll, wie es der Vater mir gibt. Wie der Vater, der Geist es für mich vorgesehen hat. Das war also meine Prämisse damals, als ich wach geworden bin. An was soll ich mich denn halten? An was soll ich mich halten, damit es sich leben kann durch mich, ohne dass halt mein Verstand immer und immer wieder rebelliert hat. Und es gibt ein besonders schönes Lied,
Du mein geliebtes Kind von Ralf Pfeiffer. Und da singt er in diesem Lied: Hör auf, zu viel zu wollen, sieh nur die Geschenke, wie sie dir zu rollen. Und dieses Lied würde ich also euch gerne ja, auflegen. Ja, höre endlich auf, zu viel zu wollen, sieh nur die Geschenke, wie sie dir zu rollen. Und das kann man halt nur mit Zuversicht und durch Weisheit erlangen, dass man diese ja, Blickweise oder die Sehensweise erkennen kann. Das ist nicht ganz einfach. Und ja, das ist halt so eine Ego-Falle, in der wir halt immer wieder reintapsen. Ja, geht es uns gut, dann sagen wir, es ist Gottes Führung, und geht es uns halt mal nicht so gut, dann sagen wir, naja, da gibt es einen freien Willen oder wie auch immer, wo wir hätten entscheiden können. Ich sag dir, ich konnte zu keinem einzigen Zeitpunkt etwas bewusst entscheiden. Denn ich wurde auch in diese Welt geboren, um alle Ebenen des Seins erfahren und erleben zu müssen. So wie du, dein Gegenüber, wie jeder Mensch. Und was immer du auch geglaubt hast, mit deinem freien Willen entscheiden zu können, das war nur, könnt ihr euch folgende Situation vorstellen. Ein kleines Kind geht mit seinen Eltern zum Rummelplatz. Und dort ist ein Karussell. Und den Karussell, also da ist ein Feuerwehrauto, da ist ja, ein Sportwagen, da ist ein Wohnwagen vielleicht auch, da sind vielleicht auch ja, Autos, die du dir jetzt gerade kreierst. Und sie fahren immer im Kreis. Jedoch, wenn du die Kinder beobachtest, sie lenken. Sie fangen an, das Steuerrad zu nehmen, und sie fangen an, zu lenken. Sie meinen, sie beeinflussen das, wenn sie das Steuerrad drehen, beeinflussen sie das, dass es nur immer im Kreis gibt. Und das ist halt dieses, was die Menschen halt auch gerade mitmachen. Lieber Sam, was hat das für eine Bedeutung, als Jesus zu Pontius Pilatus sagte, wer durch dieses Tor geht, Gott zu erkennen, das ist vorherbestimmt. Also es ist nichts anderes damit gemeint, als die in der Liebe, die immer im Licht waren und im Licht sind, also ihrem Licht sich bewusst waren, das war vorherbestimmt. Also so wie du dich lebst, wie du denkst. Mal warst du vielleicht auf der dunklen Seite und hast vorherbestimmt, also auch dieses zu tun. Und so bist du jetzt auf der Seite, die durch dieses Tor gehen und das Licht zu sehen. Und wer durch dieses Tor geht, das ist vorherbestimmt, ob es das Dunkle oder das Helle in euch ist. Du kannst den Schöpfer der Dunkelheit dienen, und du kannst dem Schöpfer des Lichtes dienen. Das war wahrscheinlich der einzige freie Wille, den du je gehabt hast. Zurück zum Vater, ja, zum Licht, oder in die Dunkelheit zu gehen. Das war wahrscheinlich dein einzigster freier Wille, den du je gehabt hast, und das nicht einmal bewusst. Denn wie er es schon in der Kreuzigung geschrieben hat, hat er praktisch das verdeckt gemacht. Er hat, das war der Zaubertrick Gottes, indem er da praktisch ein Tuch drüber gelegt hat und hat es geteilt. Und ich denke mal, dass wir in zwei Persönlichkeiten leben. Einmal der ruhige und stille Teil in uns, und einmal der aufgebrachte und dunkle Teil in uns.
Und dass es für uns als Menschen eine Herausforderung ist, diesen dunklen Teil, sofern du nicht diesem Gott der Dunkelheit dienst, ja, dem seine Dienste nicht mehr auszuführen und darin zu lernen, es nicht mehr zu tun. Ich grüße dich ganz recht herzlich, liebe Cosima. Geteilt wie die Gehirnhälften, genau so ist es. Liebe Susanne, genau so ist es. Er hat sehr, 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 ich denke mal, sehr tiefe Einblicke in allen Bereichen uns eines jeden Menschen gegeben. Und der Teil, der sich davon mehr angesprochen gefühlt hat, der hat diesem Teil gedient. Und er gab Hell und Dunkel und gab uns den freien Willen, den sogenannten, der dunklen oder der hellen Macht zu dienen. Und bist du, also hast du das in dir aufgenommen oder bist du gereift in deinem Sein? So wirst du nur das noch tun können, was dein Herr von dir will. In dem Fall Jesus, Gott oder die Quelle des Lichtes oder dem Satan, Luzifer, dem Herrn der Dunkelheit. Aber sicher ist nicht, dass ich einen freien Willen hatte. Das schreibt jetzt die liebe Renate. Ja, sicher ist es nicht. Jedoch, wenn du es ja aus all diesen Dingen betrachtest, die also die letzten 2 Tage ich euch praktisch habe teilhaben nehmen lassen an dem, was der Vater geschrieben hat und sein Sohn und die Mutter, bedarf es da einen freien Willen aus deiner kleinen menschlichen Sicht, liebe Renate? Also ich muss sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt meines Seins einen freien Willen gehabt. Es geschah alles aus sich selbst heraus. Und selbst wenn du dir vornimmst, dass du etwas möchtest, wer sagt denn, dass es so ist? Bevor ich jedoch die Sendung beende, möchte ich euch eine Seite aus dem Buch der Liebe vorlesen und euch damit Danke sagen, dass ihr da seid, meine Lieben. Auf dass Frieden und Ruhe in euch sei. Es gibt keine Macht, die stärker als die Liebe ist. Liebe hat die Macht, alles zu verwandeln. Liebe lässt uns die Hände reichen, um uns zu verbinden. Verbindung schafft Geborgenheit und Wärme. Liebe und Kraft können nur entstehen, wenn Menschen nicht mehr ihre Befreiung im Leid suchen, sondern in der Freude. Die Welt hat genug von Leiden. Die Zeit der Freude ist gekommen. Lach mal wieder oder sei mal wieder albern. Oder hat man dir das schon alles abgewöhnt? Denk einmal nach. Kann dir das Leben das Lachen abgewöhnen? Vielleicht hast du recht, dir ist das Lachen vergangen. Jedoch jeder Gedanke wird im Kopf gedacht und wird als sogenannte Realität gelebt. Was denkst du über dich? Was denkst du über andere Menschen? Was denkst du im Hinblick auf diese Erde? Wo siehst du dich in dieser Realität, die du durch deine Gedanken erschaffen hast? Jetzt wird der Augenblick kommen, da sich jedes denkende Lebewesen bewusst wird, was es wirklich will.
Will ich ein Leben in Ruhe und Leichtigkeit oder so weitermachen wie bisher? Du bist gefragt. Du bist der Schöpfer auf Erden. Was willst du? Frage nicht, was der Nachbar will. Frage nicht, was deine Mutter oder dein Vater will. Frage dich, was will ich aus vollem Herzen? Was ist mein sehnlichster Wunsch? Viele Menschen wissen darauf leider keine Antwort. Sie können es sich nicht vorstellen, weil sie nur im System denken. Das System hält dich von dir fern. Du fragst dich vielleicht, was für ein System? Das System, das du in deinen Denk- und Verhaltensmustern übernommen hast. Vielleicht wird dir jetzt bewusst, dass es da noch eine Welt gibt. Sie ist jenseits von Leid und Schmerz. Sie ist voller Freude und Lust am Leben. Bitte, bitte sieh jetzt in dein Herz und denk einmal bewusst nach. Was will ich wirklich? Habe ich noch Wünsche und Sehnsüchte? Das System deiner Gedanken will, dass du dich in Begrenzungen aufhältst. Erfahre deine Gedanken und erkenne das System, das dich vom Leben abhält. Und versuche nicht, dir deine Wünsche auszureden. Versuche nicht, krampfhaft an alten Dingen festzuhalten, denn sie sind vergänglich. Du solltest ganz klar und voller Liebe und Hingabe deine Wünsche, Sehnsüchte und Träume zum Ausdruck bringen. Lache und singe. Tanz und sei glücklich. Es wird wahrhaft eine schöne Zeit für alle Menschen auf dieser Erde werden. Jedoch, es wird auch eine Zeit der Gegensätze sein. Die Erde und die Menschen werden im Laufe des nächsten Jahres einen Reinigungsprozess unterzogen. Im Universum befindet sich ein Kristallgitter. Das Kristallgitter ist ein Prisma. Es reflektiert die Denk- und Glaubensmuster der gesamten Menschheit und die der Erde. Und darum geh in die Stille und achte auf deine Gedanken. Die Erde kann sich jetzt von der Last der Vergangenheit lösen und zu einem freien Bewusstsein in Liebe aufsteigen. Plötzlich wird das, was du denkst, in Frage gestellt. Was denke ich? Warum denke ich so? Wer will, dass ich so denke? Vielleicht wirst du dir im Licht der Liebe selbst begegnen. Wie sollst du dir selbst begegnen? Du fragst dich, was soll da wem begegnen? Ich bin doch da mit meinen Gedanken und Gefühlen. Es gibt dich zweimal. Diese zweite Person ist jenseits von Denken und Fühlen. Wenn du dieser Person begegnest, wirst du still. Es wird der Moment kommen und du wirst die Person fragen, wer sie ist. Und wenn du ganz nah bei dir angekommen bist, wirst du dich fragen, wer ist es, der diese stille Person denkt und darstellt? Jetzt bist du bei dir angekommen.
und stehst im Licht der Liebe. Die Liebe, die von deinem Herzen gelenkt und gelebt wird. Zurzeit ist die Liebe nur das Produkt einer Betrachtung. Jedoch, das Produkt ist käuflich und somit auch die Liebe. Wünsche dir alles Liebe und Gute. Wünsche dir Glück und Gesundheit sowie ein langes Leben. Wünsche dir, dass alle Menschen durch deine Wünsche glücklich werden. So siehst du die Saat des Glückes über den Acker der Ruhe und des Friedens. Vertraue der Weisheit deines Herzens, denn es kennt die Führung Gottes. Also ihr seht, meine Lieben, vertraue die Weisheit deines Herzens, denn es kennt die Führung Gottes. Was bedarf es da, einen freien Willen, einen sogenannten freien Willen? Für mich ist jeder Tag zeitlos und ohne Anfang und ohne Ende. Für mich gibt es nicht, habe ich dieses oder jene richtig oder falsch gemacht. Im Sein geschieht es aus sich heraus und da herrscht tiefe Akzeptanz. Ich hatte es schon mal so mal gesagt, wenn einer sich gefunden hat und wenn er sich mit der Quelle verbunden hat, dann hat er sich realisiert. Jedoch dieser Mensch ist von derselben Energie wie all die anderen. Nur dass ich jetzt Gott durch ihn selbst ausdrücken kann. Da gibt es keinen mehr, der kämpfen möchte. Da gibt es keinen Kampf ums Recht haben, um sein oder nicht sein. Da herrscht tiefe Akzeptanz von dem, was auch immer ist. Das waren meine Einsichten. Denn von der Ebene des Körpers aus gesehen, o Gott, bin ich dein Diener. Von der Ebene der Seele aus gesehen, o Allwissender, bin ich ein Teil von dir. Und von der Ebene des Selbst, o du das Selbst, bin ich in Wirklichkeit du. Mit diesen Worten möchte ich heute auch schließen. Und sagt danke, dass ihr da seid. Alles Liebe, Sammy.